je älter man wird, desto mehr verlagern sich die Bedürfnisse, habe ich festgestellt. Was hat sich da bei dir besonders verändert im Zusammenhang mit Menschen? Von der Denke her ist es, glaube ich, so, dass man mit dem Alter ein bisschen mehr lernt, sich in andere Leute und andere Gedanken reinzuversetzen. Dass man nicht mehr ganz so radikal alles ablehnt oder bekämpfen will, was nicht so ist wie man selber, sondern dass man zumindest lernt zu verstehen, warum denken die so, wie sie denken, um ihnen dann irgendwie vielleicht argumentatorisch zu kommen und nicht mehr mit der Faust, also jetzt mal bildlich gesprochen, dass man... Hört man auf, die Welt verändern zu wollen? Oder nee, das auf gar keinen Fall. Also nee, das finde ich nicht. Aber man merkt, dass es eben nicht mit dem Holzhammer geht, die Welt zu verändern. Dann noch eine letzte Frage, und zwar zu deinem Song Hoffnung. Mhm. Wir haben uns natürlich sehr angesprochen gefühlt, weil er die Traurigen anspricht. Ja. Die Sonne nie mehr scheint, weil die grauen Wolken denke ewig bleiben. Vor 3 Jahren oder so, 4 Jahren, als sie für die Mercedes Dance bei der Platte, als sie schon sehr weit war, und dann wurde das alles nicht so, wie ich wollte, und da war auf jeden Fall die Reizschwelle extrem überschritten, von der wir vorhin sprachen, und ich konnte einfach nicht mehr. Und dann habe ich irgendwie so einen miesen, keine Ahnung, das ist so eine Art Pilz, also so ein Darmpilz. Und der führt halt dazu, dass du halt echt, dass du den ganzen Tag so ein schlapp bist, so einen krassen Kreislauf im Arsch hast. Und wenn du nicht weißt, was das ist, und du gehst zu den ganzen normalen Ärzten, die sagen halt, ja, ist alles super bei ihnen, keine Ahnung, denkst du, oh Gott, was ist los mit mir? Und dann noch die ganze Sache mit der Platte, und zwar einfach alles scheiße. Und ich dachte so, Gott, jetzt muss ich aufhören, Musik zu machen, ich habe Burnout oder was weiß ich, muss alles ändern und so. Und da war ich halt wirklich ganz, 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 ganz unten so und ganz im Arsch. Und da war es dann aber so, dass ich dann lustigerweise auch, ist jetzt fast ein bisschen peinlich, das zu sagen, aber da habe ich George Michael Freedom gehört im Radio. Das klingt wie ein Gag von mir, aber es ist wirklich ernst gemeint. Und das hat in mir so krasse Glückshormone freigesetzt. Ich habe auf einmal durch die Wohnung getanzt, mir gedacht, ey, ich glaube, ich werde schwul. Nein, Quatsch. Aber das hat mir so krass viel gegeben, und dann jetzt mal abgesehen von George Michael auch ganz viel andere schöne Musik einfach zu der Zeit, wo ich so Depri war und dann einfach gemerkt habe, so ey, zumindest diese 5 Minuten, während dieser Song läuft, ist man voller Glück. Und das ist mir da aufgefallen, dass was Musik da, was das bewirken kann, so wie krass das ist. Und deshalb hatte ich das einfach quasi, ich wollte diesen Moment, weil ich mir denke, dass es viele Leute gibt, denen es genauso geht oder zumindest noch gehen könnte, wollte ich diesen Moment mal in einem Stück Musik thematisieren. Und er hat halt so lange gewartet, bis aber Hoffnung war halt perfekt dafür. Vielen Dank für das tolle Interview.